dann kann man sich an Motivationstheorien orientieren. DC and Ryan ist so ein Klassiker, Theorie der selbstbestimmten Motivation. Menschen sind motiviert, wenn sie sich zum Beispiel wahrnehmen als autonom. Das heißt, wenn sie die Wahl haben. Wenn immer ich die Möglichkeit habe, bei Vorbereitungsaufgaben Wahlmöglichkeit zu geben, also du kannst Aufgabe A, B oder C machen, mach eine von den dreien, ne? Dann können die Studierenden sich eine von den dreien aussuchen und sind schon motivierter, weil sie müssen zwei davon nicht machen, die sie am wenigsten gerne machen würden. Und sie haben sich für eine entschieden, das heißt, ich bin eher bereit, aha, das mache ich. Wahrgenommene Kompetenz ist etwas. Wenn Menschen sich als kompetent wahrnehmen, sind sie motivierter. Das bedeutet, ich muss Aufgaben stellen, die vom Schwierigkeitsniveau angemessen sind. Und das spricht auch für Differenzierung, das heißt unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus ansprechen. Vom Schwierigkeitsniveau die Aufgaben steigern ist eine Möglichkeit. Feedback geben. Ich brauche Erfolgserlebnisse und ich brauche Feedback, ob ich Erfolg hatte oder nicht Erfolg hatte oder bis wohin ich gut vorangekommen bin und was ich als nächstes noch tun muss, um Erfolg zu haben. Und soziale Eingebundenheit ist wichtig. Das heißt, die Studierenden müssen sich erleben als sozial eingebunden. Das war ja das Problem während der Pandemie in der Isolation. Wenn man da zwei, dreimal Probleme hatte oder nicht weiterkam, dann hat man aufgegeben, ne? Weil man alleine nicht wusste, wie man zurande kommt. In der Gruppe trägt man sich weiter. In der Gruppe haben vielleicht alle Probleme, aber dann gibt man vielleicht nicht gleich auf, weil alle beteiligt sind. Wichtig ist auch am Anfang in den Präsenzveranstaltungen nicht zu viel wiederholen. Also nicht nochmal eine Kurzzusammenfassung der Vorbereitung zu machen. Denn wenn ich etwas zusammenfasse, dann wird den Studenten klar, die Vorbereitung war nicht unbedingt nötig, weil es wird ja zusammengefasst. Also warum sollte ich mich vorbereiten? Ja? Ganz wichtig ist auch, dass den Studierenden klar wird in der Präsenzveranstaltung, die Vorbereitung war notwendig. Also wenn ich die Präsenzveranstaltung gestalte, so dass die Vorbereitung gar nicht nötig gewesen wäre, muss ich mich nicht wundern, wenn die Studenten sich in der nächsten Woche nicht vorbereiten, weil es ja klar ist, wird ja gar nicht benötigt. Das heißt, es muss wirklich aus einem Guss sein. Die Präsenzveranstaltung muss die Vorbereitung muss zwingend notwendig sein, um in der Präsenzveranstaltung gut mitmachen zu können. Und es muss sozusagen eine Brücke geben von der Vorbereitung in die Präsenz, die zum Beispiel mit entsprechenden Aufgaben, deren Lösungen mitgebracht werden und aufbauend auf diesen Lösungen wird dann weitergearbeitet. Oder ein alternatives Beispiel ist, dass die Studenten zu Hause recherchieren sollen. Es muss nicht unbedingt ein Vorlesungsvideo oder so gegeben werden zu Hause, sondern sie sollen eine Rechercheaufgabe bearbeiten und die Rechercheergebnisse mitbringen. Und dann tragen wir in der Präsenz die Rechercheergebnisse zusammen und arbeiten damit weiter. Also es muss klar sein, das ist aus einem Guss und die Vorbereitung ist notwendig für die Präsenzveranstaltung. Ganz entscheidend ist natürlich die zweite Präsenzveranstaltung, also die Präsenzveranstaltung, bei der die Studenten zum ersten Mal vorbereitet kommen müssen und wahrscheinlich einige nicht vorbereitet sind. Ein Fehler, den man machen kann, typischer Fehler ist, in der zweiten Veranstaltung zu fragen, wer hat sich denn alles vorbereitet oder wer hat alles die Videos geschaut? Dann melden sich 50%. 80% haben sich vorbereitet, aber nur 50% melden sich, weil der Rest denkt, sie kommen gleich dran oder so. Was mache ich dann? Ich sehe, 50% haben sich nur vorbereitet. Oh Gott, ich bringe mich in eine schlechte Situation, selbst in eine doofe Situation. Ja? Soll ich die andere Hälfte jetzt rauswerfen, dann komme ich autoritär rüber, will ich nicht. Soll ich was zusammenfassen, dann denken alle, okay, ich muss mich nicht vorbereiten, wird da zusammengefasst. Also nicht fragen. Nicht fragen, wer ist vorbereitet, sondern ich komme rein und sage den Studierenden, also herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung. Heute ist das Thema, keine Ahnung, Aussagenlogik. Holt mal alle eure Vorbereitungen raus und vergegenwärtigt euch nochmal, was ihr gemacht habt und redet mit Nachbarinnen, Nachbarn, ob es irgendwelche Fragen gibt, die wir noch klären müssen. Also ich gehe gleich in eine Think-Per-Share-Phase. Studenten holen ihre Sachen raus, reden miteinander. Murmel, 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 Murmel. Ich laufe rum, kann so ein bisschen mithören, was wird geredet, krieg so ein Gefühl dafür, wo liegen vielleicht Probleme und komme vielleicht am einen oder anderen vorbei, der nichts rausgeholt hat, der hat sich nicht vorbereitet, dann verwickle ich den in ein Zweiergespräch, sage, nicht vorbereitet, schlecht, bleib sitzen, du wirst aber sehen, du kannst gleich mitmachen und so weiter. Das heißt, ich wirke auch noch so ein bisschen pädagogisch bei den wenigen, bei denen ich das feststelle. Dann komme ich nach vorne und dann sammle ich die Fragen von den Studenten. Und wir gehen in die Fragenbeantwortung. Also eine Frage hat ein Student gestellt und dann sage ich, okay, ist die Frage klar? Jetzt wieder Think per Share an alle mit dem Nachbarn, mit der Nachbarin Antwortmöglichkeiten diskutieren. Und dann sammle ich die Antwortmöglichkeiten, wir besprechen die Frage. Und jemand, der sich nicht vorbereitet hat, der merkt relativ schnell, aha, okay, hat gar nicht gefragt, ob ich vorbereitet bin.
Es werden Fragen gesammelt, die ich nicht verstehe. Ich kann keine Antworten überlegen. Ich verstehe die Antworten nicht und so weiter, weil die Fragen schon auf relativ hohem Niveau sind, weil es stellen ja nur die Fragen, die sich auch vorbereitet haben, sodass relativ schnell klar ist, ich mein's ernst. Und ich glaube, das ist ein gutes Verfahren, dass die Studierenden merken, okay, ich kann hier wirklich in der Präsenz nur mitarbeiten, wenn ich mich vorbereitet habe. Es wird immer irgendwelche Studenten geben, die sich nicht vorbereiten, aber irgendwo endet auch meine Verantwortung als Lehrender. Also ich gebe ihnen jede Menge Unterstützung. Ich gebe ihnen Materialien, ich gebe ihnen Hilfsangebote, Tutorien. Sie können in meine Sprechstunde kommen. Ich habe ein Online-Forum, bei dem Sie Fragen stellen können und. Also jede Menge Unterstützungsangebote. Und wenn dann Studierende sich nicht auf dieses Konzept einlassen, dann ist es auch ab einem gewissen Punkt ihre Verantwortung und es sind alles erwachsene Menschen.